Liebe Freundinnen und Freunde, heute ist Samstag, der 22. Mai 2004. Wir sind am dritten Tag unseres Retreats im Maitreya-Haus. In den letzten beiden Tagen haben wir Reisen, Spaziergänge durch die Felder des Bewusstseins miteinander geführt und vollzogen und uns dabei besonders eben mit dem Alaya Vijnana und dem Manas beschäftigt. Heute soll im Mittelpunkt unserer Betrachtung Mano Vijnana und seine fünf Weltwahrnehmer stehen, weil dieser Bereich unseres Bewusstseins entscheidend ist für unsere Praxis und für unsere Bemühung um Transformation, um gute Ergebnisse auf unserem Weg zur Befreiung. Ich möchte noch einmal betonen, dass Transformation, Veränderung der Samen im Alaya Vijnana, im Speicherbewusstsein geschieht. Dort, das aber, um dies zu ermöglichen, wir mit unserem Denkbewusstsein, mit Mano, üben müssen. Im Speicherbewusstsein werden dann die Samen auf heilsame Weise manifest, lebendig, entstehen da. Und wenn das geschieht, dann verwandelt sich auch Manas. In diesem Zusammenhang schreibt Thay, Manas hält das Selbst, das es als Objekt seiner Wahrnehmung selbst geschaffen hat, stets für das Wichtigste überhaupt. Und diese verblendete Einsicht ist Mati, ein neuer Begriff. Mati, eine ziemlich stur festgehaltene falsche Wahrnehmung. Wir unterscheiden deshalb Prajna, oft mit Weisheit übersetzt. Wir verwenden lieber den Begriff tiefes Verstehen, wahres Verstehen, wahre Einsicht. Und der andere Begriff eines geistigen Gebildes heißt Mati, welches ein Verständnis beschreibt, das eben weitgehend falsch sein kann und auch falsch ist. Die Natur des Speicherbewusstseins kann zum wahren Geist, zur Buddha-Natur werden. Dort findet die eigentliche Transformation statt. Und ich möchte dabei betonen, besonders betonen, wie sehr das individuelle und das kollektive Bewusstsein miteinander zusammenhängen. Jeder transformatorische Akt, der in unserem individuellen Speicherbewusstsein geschieht, hilft und nützt allen anderen. Ein Bodhisattva, der sich auf den Weg macht, alle Wesen in Richtung auf die Befreiung zu begleiten, zu unterstützen, zu führen, könnte dies nicht tun, wenn es nicht dieses kollektive Bewusstsein gäbe, mit seinen dadurch wunderbaren Möglichkeiten, dass unser Bemühen auch für alle anderen von großem Nutzen sein kann, aber natürlich auch mit dem weniger schönen Aspekt, dass dieses kollektive Bewusstsein uns in Situationen drängen kann, die wir selber gar nicht wollen, wovon wir dann angesteckt sind, weil dieses Potenzial des Bewusstseins so stark wird, des Kollektiven, dass wir sozusagen in diesen Sog dessen hineinfallen, hineingezogen werden und uns nicht leicht tun, dagegen zu steuern und unseren Weg, von dem wir, den wir erkannt haben, dass er nach unserer heutigen Überzeugung, und ihr wisst, die Wahrheiten ändern sich und auch die Überzeugungen, dass dieser Weg und diese Schritte für uns jetzt richtig sind, weil sie ein Angebot sind des Buddha, das sich so viele Jahrhunderte bewährt hat und von dem ich selbst in meinem Herzen spüre, von der Motivation her, das ist es.
dass ich diesen Weg weitergehe und nicht durch kollektives Bewusstsein, das mich in eine andere Richtung drängt, weil viele, viele andere so denken und erregt sind und viele Emotionen dabei mit verbunden wurden und auch Techniken, die uns manipulieren und beeinflussen sollen, dass wir dem nicht folgen. Wenn sich im Speicherbewusstsein diese Vorstellung von Selbst und Nicht-Selbst durch Übung allmählich auflöst, wenn sich Avidya, Nichtwissen, verwandelt, dann wird auch Manas transformiert. Das ist sicher. Und seid euch darüber im Klaren, dass alle Bewusstseinsformen, von denen wir sprechen, leer sind von Eigensein. Nichts darin existiert, außer der Vorstellung des Ich, was wirklich etwas, eine Entität wäre, die für sich abgeschlossen ist. Es sind wie alle anderen Bestandteile uns, unsere fünf Skandhas, leer von Eigensein, leer von einem festen, nur zu diesem Punkt gehörenden Kern, zu dieser Manifestation gehörenden Kern, und ist in ständiger Verwandlung, in ständiger Transformation eigentlich, Veränderung, aber eben dann nicht beeinflusst durch unseren Geist, durch unsere Willenstendenzen, durch unsere Übung, wenn wir es laufen lassen. Ändert es sich sowieso, immer. Ob in eine bestimmte Richtung hin, ob dadurch eine bestimmte Qualität entsteht, das ist unsere Freiheit, unsere Entscheidung. Oder ob die Trübnisse und die grauen Schleier immer dichter werden, die sich über die wahre Wirklichkeit ziehen und illusorische Weltmaya immer stärker werden lassen. Das ist unsere große, wunderbare Aufgabe, zu der wir fähig sind, in der wir unser Potenzial verfügbar haben, wenn es darum geht, dass wir es wirklich vom Herzen her mit einem tiefen Vertrauen in die Möglichkeiten einfach immer wieder neu anpacken. Wie schwer es auch manchen fallen mag, aber es lohnt sich. Ich versichere euch, es lohnt sich. Nun, Mano, das Geistbewusstsein, Mano Vijnana, kann direkt, und das ist wichtig, mit dem Speicherbewusstsein arbeiten. Für mich ist das Mano Vijnana eigentlich das Feld, ich habe es vorhin schon beim ersten Satz gesagt, das Feld unseres Bewusstseins, wo am meisten passiert, wo ich am meisten eingreifen kann, wo ich am meisten üben kann, damit im Speicherbewusstsein dann Transformation möglich wird. Es ist wirklich der Gärtner. Ich bleibe bei dem Bild, der pflügt, der hackt, der Samen sät, der wässert, der Blumen und Früchte und alle Formen von Kräuter anschaut und sich darum bemüht, dass die Erde Früchte hervorbringen kann, die schön sind, gut, richtig sind, hilfreich sind für ihn, den Gärtner, und all jenen, denen er solche Früchte dann anzubieten vermag, weil sie in seinem Feld, auf seinem Feld, in seinem Garten wachsen. Und der sich um diese Erde kümmert. Und durch Sati berührt Mano auch die Fesseln von Verblendung und Begierden in der Erde, im Speicherbewusstsein. Und er hilft dem Speicherbewusstsein, dass er selbst keine Aktivitäten im Alltag entfaltet, Früchte hervorzubringen. Früchte, die da heißen Freude. Jeden Tag einen Tropfen. Jeden Tag ein Blümchen Freude hervorbringen aus dieser Erde. Jeden Tag ein wenig Frieden, inneren Frieden. Und darum muss man sich bemühen. Und es ist so schwer, die Schlachtfelder in seinem eigenen Inneren, die Ansprüche und die Forderungen an sich selbst allmählich einzustellen und mit sich Frieden zu schließen. Ich sehe das immer dann, wenn ich merke, wie schwer sich Freunde, Freundinnen tun, wirklich sich anzunehmen und zu sagen, es ist gut, dass es mich gibt und ich mag mich auch. Und ich bin in Frieden mit mir, kenne meine Schattenseiten allmählich,
kenne meine negativen Geistesfaktoren immer besser, weil ich genauer hinschaue und weil ich sie nicht mehr verdränge. Aber ich nehme auch sie an, auch die, die mir übertragen wurden, von vielen anderen menschlichen und auch nichtmenschlichen Wesen, die in mir lebendig sind. Ganz nahe natürlich die unmittelbaren Eltern, Großeltern. Ich nehme sie an, weil ich weiß, ich habe die Kraft, wenn ich es wirklich möchte, zu transformieren, zu verändern. Mich. Und damit, siehe kollektives Bewusstsein, auch jene, die mit mir in Berührung sind, ob sie noch leben oder nicht. Ja, das ist es. Die Frucht der Veränderung, der bewussten Transformation, nicht der Nichtdauer, die sowieso ständig passiert. Insofern ist also Alaya der Mutterboden sozusagen. Und wir sollten dort die Samen des Dharmas säen, dort, nicht im Intellekt des Mano belassen. Also wir brauchen einen Weg, wie wir vom Kopf zum Herzen kommen. Vom Denken, vom Verstehen, vom Erwägen und Begreifen zu diesem tiefen inneren Gefühl, das so schwer erklärbar oft ist. Und plötzlich wissen wir, es ist doch da. Und ich betone das auch, wenn der Gärtner seine Arbeit am Feierabend einstellt, nämlich dann, wenn wir schlafen oder anderes geschieht, ich komme nochmal drauf nachher, dass dann die Erde weiterarbeitet, um die Samen, die wir gesät und gewässert haben, reifen zu lassen. Und dafür brauchen wir die Geduld, von der einer unserer Freunde, du warst es, glaube ich, die brauchen wir dazu, diese Geduld mit uns und anderen, dass etwas reifen kann, in jedem seiner Erde, seinem Speicherbewusstsein. Und wenn wir da rumstochern und dran zerren oder gar den anderen beschleunigen wollen in seinem Reifen, dann werden wir wenig Freude haben und wenig Ergebnis. Du musst die Sache wachsen lassen. Und ich habe lange gebraucht, um das selbst für mich zu verstehen. Die Redissima ist viel spannender und schöner. In 3-4 Jahren Studium alles zu haben und dann auch die Vorstellung der Erleuchtung zu besitzen, wie das dann ist, wenn man alles verstanden hat. Ja, Pfeiferdeckel, Fäbisch, nichts ist es. Und Erleuchtung und Einsicht entsteht im Alaya-Vijnana. Obwohl es nicht aktiv ist, aber dort entsteht es. Nicht im intellektuellen Verständnis des Mano. Da kann es nicht sein. Wir können nicht über den Verstand diesen Akt der Befreiung und des Leuchtens des ganzen Menschen und dieses Bodhicitta-Potenzials, dieses Erleuchtungspotenzials mit dem Kopf erreichen. Da im Speicherbewusstsein entsteht die große spiegelgleiche Weisheit, wie wir das nennen. Die spiegelgleiche Weisheit. Ja, und wenn Manas auch erwacht ist und es geschieht in dem Moment, vermag es das eine in allem und alles in dem einen zu erkennen und wird dann die große Weisheit der Wesensgleichheit. Sieht dann, dass die Unterschiede wohl da sind, dass es auch die Weisheit der Unterscheidung gibt. Aber die große Weisheit der Wesensgleichheit, dass alles letztlich dieses gleiche Potenzial in sich trägt und somit nichts minder ist und nichts weniger wichtig und nichts weniger wertvoll ist, egal wo es und wie es existiert, wie das andere. Dann hat es die wahre Natur des Interseins erkannt. Ich kann niemanden mehr verachten und total ablehnen. Kein Wesen, keine Erscheinung. Wie sie auch in ihrer Form erscheinen mag mir. Jede Kraft, auch die sogenannte negativste Kraft, also teuflische Kräfte oder ähnliches, satanisches, und was wir sonst in unserer Tradition entwickelt haben, hat Göttliches in sich, sonst wäre es nicht. Unverlierbar. Und ich denke oft an entsetzliche Situationen, die ich zum Teil selbst erlebt habe als Bub, als ich mit meinem Abzeichen, wie unsere Judenfreunde, mit dem N drauf, Niemetz, Deutscher, durch die Straßen ging, mir nachgespuckt wurde, ein Stein geflogen kam, ähnliches in meiner eigenen Heimatstadt. Ich weiß also, wie Höllen auch nachher im Lager aussehen. Aber ich weiß, dass das die Verwirrung des Geistes ist, dass es Unwissenheit ist.
dass jede Form von Fanatismus und Intoleranz und Totalitarismus und Terrorismus nur eine Verblendung des Geistes darstellt, aber dass alle jene Wesen letztlich in sich, Christen sagen, das Göttliche, Gott kann sie nicht verlassen, ist nicht möglich. Wir sagen, das Erleuchtungspotenzial eines Erwachten, eines ganzen Menschen, eines Buddha, in sich tragen. Die Basis für das Geistbewusstsein für Mano ist Manas, natürlich. Und dadurch hat es viele falsche Wahrnehmungen mit seinen Erwägen, mit seinem Beurteilen und Verurteilen und Anschauen und Vergleichen. Aber es hat auch direkte Wahrnehmungen, unser Geistbewusstsein. Direkte, schlussfolgernde Wahrnehmungen durch die Achtsamkeit können wir mit unserem Denkbewusstsein in Kontakt treten mit dem Speicherbewusstsein. Ganz unmittelbar, ohne über den Weg der Verirrung, der Verwirrung, der Selbstvorstellung. Und wir können mit unserem Körper, mit unserem Sprache und zu unserem Geistbewusstsein entscheiden, ob wir auf heilsame oder schädliche Weise handeln. Das ist unsere Freiheit. Das ist unser Freiraum. Innerhalb der Bedingungen, die da sind. Es gibt keine grenzenlose Freiheit in diesem System, in dem wir leben, in dieser Weltformel der Dualität, des diskursiven Denkens, des Ja und Nein, des Leben und Tod, des Oben und Unten. Die wird erst eintreten, wenn wir den Ozean, die transzendente Dimension unserer Wirklichkeit, dieser gleichen Wirklichkeit, die hier und jetzt auch da ist, diese Dimension, wenn wir die erreicht haben. Darum hat der Thayer völlig recht, wenn er sagt, das Reich Gottes ist entweder hier und jetzt oder gar nicht. Dann kann es nicht sein, wenn es nicht jetzt. Und Buddhaschaft ist hier und jetzt oder gar nicht. Es gibt nichts zu erwerben, es gibt nirgends wohin zu gehen, es gibt keine anderen Orte, es gibt nur uns selber. Und wenn wir das Bewusstsein auf die rechte Weise, durch unseren Geist, durch unseren menschlichen Geist, die rechten Samen setzen und wässern und pflegen, dann ist diese Transformation auf at the base, sozusagen auf der Grundlage, möglich. Das ist erstens die große Hoffnung zur Befreiung, insofern ist Buddhismus auch ein Heilsweg. Es ist aber zugleich auch eine Frage des Vertrauens, das Vertrauen, das wir dadurch stärken können und das zur Sicherheit, zu einer tiefen, tiefen, urvertraulichen Sicherheit wird, wenn wir üben und wenn wir in den kleinen Dingen des Alltags, in den kleinen Schritten der 5 Übungen der Achtsamkeit und anderes, was ich noch erwähnen will, im zweiten Teil meiner Betrachtung heute, wenn wir zur eigentlichen Praxis noch kommen, dass da wir die Sicherheit bekommen, bei allen Rückschlägen, es passiert was, da geschieht was. Ich habe eine gute Richtung. Ich habe die Fähigkeit, mich immer wieder neu auszurichten und habe die Kraft, jeden Schritt weiterzugehen und bei jedem Stolperer den nächsten Schritt doch zu machen. Und alle 5 Sinnesbewusstseine, hören, riechen, tasten, schmecken, sehen und so weiter, können Objekt unseres Mano sein. Und Manas stört halt immer wieder ein wenig, trotz aller Vorteile, die wir gestern schon angeschaut haben, dieser positiven Elemente, die Information zwischen dem Speicherbewusstsein und dem Mano, wenn das nicht da ist, dann kann Mano die Soheit berühren. Drum ist es so wichtig, dass sich Manas so wenig wie möglich einmischt und dass wir diese Stille und die Ruhe in uns finden und den Blick dafür, die Soheit zu erkennen, ohne dass wir anfangen zu vergleichen und Erinnerungen und Kenntnisse und so weiter immer wieder hineinschieben und damit die Wirklichkeit verändern. Dann entstehen einfach nur in dem Moment Abbilder der Wirklichkeit. Einbildungen, Bindestrich. Einbildungen, die wir machen, die wir haben und wo wir eben nicht in dem
Kontakt sind mit dem Speicherbewusstsein, das die wahre Wirklichkeit kennt. Abbilder. Und dadurch entstehen falsche Vorstellungen und falsche Wahrnehmungen. Und dadurch entsteht Leiden im weitesten Sinn. In all seinen Varianten, in all seinen Stärken. Dukkha im weitesten Sinn. Einschränkung, Wut, Zorn, all das, was mit dazu spielt, und Schmerz und Einsamkeit. Durch falsches Verstehen, durch falsche Wahrnehmung und durch falsche Sichtweisen. Und der Buddha hat gelehrt, Formen, Klänge, Gerüche, Geschmäcker, Tastbares sind Objekte des Geistes. Sie sind vom Grunde her nicht heilsam oder unheilsam. Da ist ein Klang. Ist der heilsam oder unheilsam? Unsere Interpretation und unsere Anhaftung und unsere Einfärbung, das ist was und das ist nichts für mich, ist für das Begehren und das Leiden verantwortlich. Nicht der Ton, nicht die Form, nicht die Farbe, nicht der Geschmack, sondern das, was wir draus machen, ist für unser Begehren und für unser Leiden verantwortlich. Auch die Vorstellung von Zeit und Raum, um auch dieses Kontinuum anzuschauen, ist ein Objekt unserer Wahrnehmung. Und Wahrnehmung entsteht, wenn ein Subjekt und ein Objekt als Manifestation zustande kommt. Da ist jemand, der nimmt wahr, und da ist etwas, was wahrzunehmen ist. Und dieses Subjekt und Objekt verändert sich permanent, ständig. Und dann nehmen wir immer wieder was wahr, was eigentlich gar nicht so ist, wie es ist. Und dadurch entstehen die Abbilder, Produkte und Schöpfung von Manas letztlich. Und die bloße Vorstellung hat keinen Teilbereich der Dinge an sich, in sich drin, in der Vorstellung. Wir müssen Vorstellungen loslassen, nach buddhistischem Konzept. Und die Wahrnehmungen können ja dreierlei Art sein. Meistens sind sie falsch, sage ich gleich in Klammer dazu. Aber es ist heute so. Es gibt eine direkte Wahrnehmung, ohne diskursives Denken. Die ist sozusagen echt. Und die ist uns möglich. Ein bisschen Bemühen gehört dazu. Vielleicht ein bisschen viel Bemühen. Und Praxis, kontinuierlich, jeden Tag. Immer wieder sich darin üben, direkt wahrzunehmen. Versucht es, wenn ihr Gehmeditation macht und bleibt stehen, nehmt mal direkt wahr und sagt, ach, wie schön ist jetzt das Grün und ganz jung ist es auch und der Baum ist aber schon arg abgestorben und jetzt kommen hier schon die ersten Pilze raus, als wir da im Herbst miteinander waren. Und ja, heute ist der Himmel also doch, ja, Wolken sind schon da, aber das sind ja merkwürdige Wolken. Also wenn wir diese Selbstgespräche führen dabei, dann ist es keine direkte Wahrnehmung. Einfach schauen. Und je intensiver und konzentrierter wir schauen, desto mehr können wir das in uns aufnehmen. Und es wird uns wunderbare Geschichten auch dann erzählen können und uns helfen in unserer Bemühung, jedes Gras, jeder Käfer, jede Pfütze sozusagen, kann dies tun und ist bereit dazu. Und wir können es auch viel mehr dann vergegenwärtigen, in die Gegenwart bringen wieder, durch Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja zugleich Vergegenwärtigung. Das heißt, ich bin in der Lage, in einem dunklen Zimmer, wo ich meditiere vielleicht am Abend, all das Wunderbare wieder in die Gegenwart zu bringen. Dadurch, dass ich es nicht eingefärbt, sondern durch direkte Wahrnehmung und ohne Erwägen und Denken, wie Dukkha Vicara, ohne Erwägen und Denken aufgenommen habe ich. Direkte Wahrnehmung. Das zweite ist dann die schlussfolgernde Wahrnehmung. Der wertende Geist. Was macht er? Oft können wir nicht anders. In Stücke hacken, die Wirklichkeit, damit er sie verstehen kann. Und wenn er sie dann in Stücke gemacht hat, dann meint er, das sei jedes unabhängig existent. Jedes Stück. Kann nicht sehen, dass das nur ein winziger Teilbereich der Wirklichkeit ist. Und meint, es sei es dann. Und es wird schlimm. Wenn wir nicht zurückkehren können zu diesem ganzen Sehen, zu diesem direkten Sehen, sondern bei dem Wertenden bleiben, wo wir die Wirklichkeit in Stücke zerteilen und dann sagen, das ist sie, dieses Stück, nämlich, das ist schwierig. Und da gibt es doch die ganz falschen Wahrnehmungen,
Das sind dann, wenn wir Überstülpungen machen. Wenn wir das also so einfärben, dass es ganz falsch wird, aber dass wir vorstellen, es wäre so. Und das kann uns sehr positive Elemente hervorbringen, die sehr schnell vergehen, und kann in uns aber auch sehr Negatives hervorbringen, was uns sehr leiden lässt. Weil wir diese, das ist ein schönes Wort, gefällt mir, Parikalpita, diese Überstülpung der Wirklichkeit dann vornehmen. Ich gehe manchmal zurück und sage, die Brille ist es, die anders eingefärbt ist. Und die färbt sich verschieden ein, den ganzen Tag über. Einmal sehen wir so, einmal sehen wir so, einmal sind wir happy, einmal sind wir traurig. Und die Gefühle kommen und gehen damit, die damit verbunden sind. Tiefes Schauen, identisch mit Pratschner, mit Weisheit, ist, wenn wir sehen die Unbeständigkeit. Wenn wir sehen, dass es dieses Selbst nur als eine Vorstellung gibt, wenn wir das langsam anfangen zu spüren. Wenn wir sehen, dass Intersein, wie alles miteinander verbunden ist. Wenn wir sehen die Leerheit, dass es nichts gibt, was eine kontinuierliche Entität hätte, also sozusagen eine Unsterblichkeit in sich und ein fester Kern wäre. Und wenn wir dann diese Elemente meditieren, diese sogenannten drei Dharma-Siegel, dann können wir beginnen, Einsicht zu haben, Vipassana, Klarblick heißt es auf Deutsch, und können die Soheit berühren. Berühren. Und das ist etwas Unglaubliches. Ha! Wenn uns das so kommt. Und dieser Mano, unser Denkbewusstsein, hat zu allen drei Modi der Wahrnehmung Zugang. Zur direkten, zur schlussfolgernden und zur falschen. Diese drei Modi, die dreifacher Natur sind, sie sind heilsam, unheilsam oder neutral. Dann kippen sie nach irgendeine Seite, wenn sie neutral sind. Mano ist also die Quelle alles Denkens. Da ist der Punkt, dort setzen wir an, in unserem Denkbewusstsein. Insofern sollten wir nie den Verstand in der Garderobe abgeben, wenn wir glauben, jetzt müssen wir meditieren und da darf hier ja nichts sein. Vorübergehend okay, aber den holen wir uns schon wieder. Dafür sind wir Menschen. Deshalb haben wir eine lange, lange evolutionäre Entwicklung hinter uns. Vom Stammhirn zu allen anderen Bereichen. Quelle alles Denkens, des Abschätzens, des Erkennens, des Urteilens und des Handelns. Denken, abschätzen, erkennen, urteilen. Nicht immer gleich fair, aber urteilen, handeln. Und dieses Mano ist eben nicht immer aktiv, wie wir wissen, im traumlosen Schlaf nicht. Wenn es träumt, ist schon wieder aktiv. In der Ohnmacht nicht. Es gibt Bereiche von Samadhi, der Meditation, da ist es auch nicht aktiv. Oder gar im Koma, natürlich auch nicht. Im Gegensatz zum Speicherbewusstsein und Manas, zu diesen beiden Bewusstseinsfeldern, da fällt dieser Teil unseres Bewusstseins sozusagen vorübergehend aus, ist nicht aktiv. Das heißt, dass es weg ist. Es ist nur nicht virulent. Jene Energien dieses Bewusstseinteiles, das wir mit Mano definiert haben. Und auch die fünf anderen, sehen, riechen, tasten, schmecken, sind vorübergehend nicht aktiv in den Situationen. Im tiefen Samadhi hören wir dann auch nicht mehr so richtig, fast gar nicht. Und sehen auch nicht. Und riechen auch nicht. Also, es ist deshalb wichtig, Mano in seiner Aktivität, wenn es da ist, und die fünf anderen, die eben nicht immer kontinuierlich sind, in unserem Tagesbewusstsein, dann immer besser kennenzulernen. Was ist da los mit mir? Da muss ich hinschauen. Wie gehen meine Prozesse? Wie geht mein Be- und Verurteilen? Kann ich den Schritt zurück machen? Wie kann ich heilsame Samen erkennen und unheilsame? Und wie können ich die einen stärken und die anderen zur Seite geben? Mich nicht damit befassen, meinen Geist dahin bringen. Das alles ist Mano. Da wird trainiert und da wird auch dann die Voraussetzung für die Transformation geschaffen im Speicherbewusstsein. Mano Vijnana formt unseren Körper, unsere Sprache, unseren Geist, alle unsere Handlungen. Und dadurch, durch diese karmischen Handlungen, absichtsvolles Tun, im Denken, im Reden und im Handeln. Dadurch
fördern wir die positiven oder negativen Samen in der Erde, im Speicherbewusstsein. Das ist Gärtnerarbeit. Und diese positiven Samen, wenn wir da ein guter Gärtner sind, werden wir erkennen. Wir werden sie identifizieren, da sind sie. Dazu müssen wir hinschauen. Dieses lebendige Wache erkennen. Und wir werden sie dann gießen, fördern, uns darauf einlassen, mit ihnen zusammen sozusagen sie beachten, sie kultivieren, sie ins Zentrum unserer Übung nehmen. Speicherbewusstsein sorgt für die Nahrung, die wir nicht geben können. Weil wir sind nicht die Erde, sondern wir sind nur in Anführungszeichen der Gärtner. Sorgt für die Nahrung und Blumen des Erwachens und des Verstehens und der Liebe. Aber bringt auch Disteln, Dornen, die auch ihren Wert haben, wie wir wissen, hervor, wenn wir unachtsam sind und wenn wir einfach unseren Garten des Bewusstseins verwildern lassen. Und das hat Auswirkungen aufs kollektive Bewusstsein wieder. Denkt immer daran, an diese Verantwortung, die jeder von uns hat, ob er sie will oder nicht, ob er sie ablehnt oder nicht. Ich kann auch sagen, meine Eltern leben nicht in mir, die will ich nicht, da lehne ich ab. Die hatten mir zu viel Ärger miteinander und zu viel Leiden und Schmerzen. Es geht nicht. Es geht nicht. Sie sind da. Und jetzt ist dieser Mano natürlich einer, der Tendenz hat, dieses Bewusstseinsfeld zerstreut und achtlos zu sein. Darum steht ja im Mittelpunkt unserer Übung die Achtsamkeit und die Konzentration. Und er kann auch nicht mit Denken aufhören, wenn ihr euch vorstellt, wie viele alte Kassetten der archiviert hat, was da drin ist in der Festplatte, was da abgespielt wird. Und wir glauben immer, es sei nur was Neues, aber das ist nichts Neues, das haben wir schon 100.000 Mal gedacht. Und immer wieder werden wir übertölpelt und können nicht mit Denken aufhören, insbesondere mit unseren Selbstgesprächen, mit unseren Be- und Verurteilungen, die ständig ablaufen, ich habe es schon mal erwähnt. Und wir sind besetzt von Vergangenen und Zukünftigen. Wir schaffen es kaum, in alle, weil da in alle Richtungen gegriffen wird. Deswegen wird ja auch oft der Vergleich mit dem Affen gebracht, der sich von Ast zu Ast schwingt und überall da, wenn keine Achtsamkeit da ist, wenn keine Konzentration da ist, ist diese Zerstreutheit da. Und wir sind nicht im Kontakt mit dem Leben, weil wir nicht im Jetzt sind, sondern im Gestern und im Vorgestern und mit unseren Sorgen in Morgen und in Übermorgen. Abgesehen davon, dass das Morgen und Übermorgen dann eh wieder anders aussieht, wie wir gedacht haben. Also der zweite Teil. Es ist ja meistens nicht so. Und wenn ich mir vorstelle, was ich mir schon Sorgen gemacht habe, die dann ganz anders geworden sind, eigentlich manchmal viel größer, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, oder überhaupt nicht, weil eigentlich nichts passiert ist. Und das gilt für meine Gesundheit, das gilt für mein Vermögen, das gilt für Verschiedenes. Naja, aber wenn ich im Jetzt bin, wenn ich da bin, mit meinem Leben in Kontakt, und nur dann ist es möglich, jetzt, in dem Augenblick, dann ist auch Achtsamkeit da. Und dann berühre ich Leben und dann bin ich nicht zerstreut. Es ist ein wunderbares Gefühl und eine Einstellung, die ich haben darf, wenn ich jetzt wirklich nur an gar nichts anderes denke und mich abdriften lasse in dem, was gestern oder vor einer Woche war, in dem, was morgen und in Berlin übermorgen sein wird und in Plum Village in einer Woche sein wird. Nein, jetzt bin ich mit euch zusammen. Und ich bin im Maitreya-Haus. Und ich bin hier am 22. Mai um 11.43 Uhr. Ja, das ist doch klasse. Ich bin wirklich da. Und das gibt auch Kraft. Und das gibt Energie. Auch dann, wenn es eine körperliche Müdigkeit gibt, ist der Geist wach. Klar, hell. Ihr wisst, was ich meine. Ich rede jetzt immer mehr von Praxis. Ich schiebe da langsam in diese Richtung, wie ihr leicht feststellen könnt, wenn ihr gut mir auf meinem Spaziergang folgt. Und die 5 Helfer, die Sinnesbewusstseine, sind auf den Mano gegründet, auf das Denkbewusstsein gegründet. Sie stehen mit ihm sozusagen in ständiger Verbindung, obwohl sie ebenso die Chance haben, in diese direkte Wahrnehmung, und das geht nur im unmittelbaren Kontakt mit dem Speicherbewusstsein, hineinzugehen.
Und alle acht Arten, von denen wir sprechen, sind verbunden, wechselseitig voneinander abhängig. Stellt euch bitte, weil ich das Bild gemacht habe mit den verschiedenen Manneken, was Hübsches und was auch unserer Annäherung dient, besser wie Begriffe nebeneinander stellen, Termini. Obwohl, wenn wir das mal verstanden haben mit den Bildern, wir auch eine systematische Aufstellung, wie sie Fabian gemacht hat, auch sehr viel besser verstehen werden. Ihr bekommt sie nachher mit seiner Erlaubnis. Hat das Copyright freigegeben. Und ihr werdet dann sehen, wie diese Bewusstseinsformen aussehen und wie sie miteinander in Verbindung stehen und wie die Felder der Wahrnehmung und die Daseinsbereiche miteinander kommunizieren und ineinander fließen. Aber das ist, wenn wir zugleich auch ein Bild haben, etwas eben sehr Lebendiges zugleich und dient auch unserer Vorstellung, mit dem Herzen das anzusehen und tiefer hinzuschauen, wie nur mit dem Denkbewusstsein, mit Mano, dem Verstand. Und deshalb war mir das Bildhafte wichtig, aber bleibt bitte auch daran nicht hängen. Es ist eine Form der Vorstellung eines Modells, um uns tiefer hineinzubegeben, aber dann fallen lassen. Auch solche Bilder dann, wenn wir sie tief verinnerlicht haben, nicht mehr daran haften, wie wir an keinem Konzept und Modell haften sollten. Auch nicht an die vier edlen Wahrheiten, wie wir gehört haben, einen edlen achtfachen Pfad und. Irgendwann wird uns dieses Floß nicht mehr dienlich sein, weil wir ein Stück des anderen Ufers erreicht haben. Und dann sollen wir es nicht auf dem Kopf weitertragen, sondern wirklich ablegen und weitergehen als ein freier Mensch und nicht daran haften und nicht daran hängen. Vielleicht kann das dann ein anderer brauchen, das ist ja auch schön, aber lasst es dann liegen. Es ist mir wichtig, dass wir uns sozusagen nicht fixieren jetzt und ständig die fünf oder die acht miteinander da kommunizieren lassen und uns da in die Vorstellung hineinbohren und die dann sozusagen immer wieder trennen mit dem Geist. Wir sind eins. Und die fünf Sinnesbewusstseine können die Dinge an sich berühren, wiederhole, ohne Mano, ohne das Denkbewusstsein. Mit ihm unterliegen sie dem Einfluss von Manas, weil Manas auch das Denkbewusstsein beeinflusst. Und dadurch entsteht wertendes Unterscheiden, diskursives Denken. Duality, nicht Non-Duality. Und dadurch werden es bloße Abbilder und sind keine Wirklichkeit mehr. Nicht? Mano neigt immer und er beeinflusst dann die Sinnesbewusstseine unsere, zu benennen, zu vergleichen, zu unterscheiden. Und die Welt der Dinge an sich, so wie sie ist, so wie sie ist, ist nicht mehr da in dem Moment. Und beeinflusst von den Samen der Vergangenheit im Speicherbewusstsein werden sie dann im Denkbewusstsein manifest. Und es ist dann nicht mehr die wahre Natur des wahrgenommenen Objekts, sondern unsere Vorstellung, unser Bild davon. Die Wahrnehmung wird verschmutzt sozusagen oder eingetrübt, kann man es auch nennen, durch unsere Emotionen, die wir damit dann aufbauen, durch unsere Ansichten, die wir damit koppeln und die Erinnerungen, die wir da dranhängen. Und das ist dann, führt zu Täuschung und zur Enttäuschung. Und die ganze Welt wird vom Bereich der Abbilder gefärbt. Wenn Vergleichen, Unterscheiden nicht mehr direkter Kontakt mit dem Objekt der Wahrnehmung ist. Thay sagt, wenn wir etwas sehen oder hören und der Anblick oder Klang erzeugt in uns Freude oder Traurigkeit, dann fragt die Achtsamkeit, also Sati, was geschieht hier? Gehört diese Wahrnehmung zum Bereich der Dinge an sich, also zur wahren Wahrnehmung, oder zum Bereich der Abbilder? Also das, was wir schon färben, ist es schon ein Bild geworden. Ist dies eine Wirklichkeit außerhalb meiner geistigen Erfahrung oder nur ein Konstrukt meines Geistes, insbesondere des Mano, des Denkbewusstseins? Nur wenn wir ganz leidenschaftslos, mit klarem Blick, mit einer wachen Nüchternheit, das ist jetzt mein Zusatz, steht da nicht, er steht hier exakt, nur wenn wir ganz leidenschaftslos, ich wollte es nur verdeutlichen, hinschauen, können wir anfangen, wirklich zu sehen. Damit
meine lieben Freundinnen und Freunde, habe ich meine Dreiviertelstunde, die ich für diesen Teil vorhatte, auch erreicht. Ich möchte jetzt nur noch, bevor wir wieder eine kleine und wohlverdiente Pause machen, damit das Hirn nicht heiß läuft, der Manu nicht heiß läuft, möchte ich nur noch etwas, was ich hier als Fragen gesehen habe, ganz kurzerweise beantworten. Es gab die Frage, ob denn es vielleicht so wäre, dass es als Strukturierung hilfreich sei, die unheilsamen Samen des Manas in die fünf Hindernisse zu benennen und die Verwandlung, die Transformation in die fünf Fähigkeiten draus. Dazu Antwort, wer immer sie gestellt hat, die fünf Fähigkeiten und die fünf Hindernisse sind natürlich auch unheilsame und heilsame Samen, Bijas, aus, die wir dann fördern und rausarbeiten. Und für die Praxis ist eben neu zusammengestellt, und das könnt ihr im Herz von Buddhas Lehre nachlesen, es ist zusammengestellt die fünf Fähigkeiten, die wir entwickeln sollen und die fünf Hindernisse, auf die wir aufpassen sollen. In diesem Bereich gehe ich jetzt nicht, weil es uns ein wenig weit wegführt von der Bewusstseinsbetrachtung, aber es sind beides. Es sind Hinweise für die Praxis, diese zwei Fünfergruppen an Fähigkeiten und an Hindernissen, auf die wir achten sollen. Es sind aber zugleich natürlich Samen, Bijas, in uns, in unserem Speicherbewusstsein, die wir eben fördern können oder auf die wir aufpassen müssen, dass sie nicht eintreten, unsere Schläfrigkeit oder Müdigkeit und Gleichgültigkeit und was da sonst noch da ist. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, die Frage, wie unser Bewusstsein arbeitet bei Suizidsituationen, wenn es also um Fragen des Selbstmords Absicht geht. Da war die Auffassung vertreten worden, dass das wahrscheinlich Manas sei, also dieser Bereich unseres Bewusstseins, wenn man einer Anhaftung verfällt und gleichzeitig aber Manas doch den Selbsterhaltungstrieb in sich trägt. Also wie ist das? Das ist ein sehr komplexer Vorgang, jedes Suizidverhalten. Und ich möchte jetzt keinen psychologischen Ausflug machen oder gar psychotherapeutischen. Aber es ist alles, alle sind daran beteiligt. Sowohl die Samen im Speicherbewusstsein, wie Manas die Selbstvorstellung, wie Mano die Betrachtungsweise der Welt, auch die fünf Sinnesorgane. Sie liefern oft nur sehr verschwommene und verzerrte Bilder. Und in unseren gedanklichen Konstruktionen oder in jenen dieser Menschen ist eine sehr starke Verwirrung da, die zu einer Wurzellosigkeit führt, wo Sinn im eigenen Leben nicht mehr gefunden werden kann. Ja, wo manchmal aber auch eine Intention, ein Antrieb zur Selbstauslöschung besteht, in Unkenntnis, im Unwissen dessen, dass niemand seinem Karma davonlaufen kann, auch nicht dann, wenn er sich das Leben nimmt. Es geht nicht, er nimmt es mit. Solange er das nicht weiß und glaubt damit, eine Qual zu beenden, eine oft scheinbare oder eine wirkliche, je nachdem, hat er die Hoffnung, die ist trügerisch, dass er damit die Dinge beenden kann, die ihn quälen, die ihn so viel leiden lassen und die den Geist verwirren. Wir nehmen das mit, überall hin. Fragt mich jetzt, sind es dann noch wir oder wer ist denn das, was wir da mitnehmen? Was passiert denn da? Damit kommen wir zur Frage des Wiederwerdens. Ich versuche im zweiten Teil eine ganz kurze Antwort darauf zu geben und ansonsten zu empfehlen, das Buch Kein Werden, Kein Entstehen zu lesen von Thay. Weil das wäre ein Thema, wenn wir das gut angehen, das ein eigenes Retreat erforderlich macht. Aber es ist wirklich Verwirrung in höchstem Maße, falsche Vorstellungen im höchsten Maße, falsche Wahrnehmungen im höchsten Maße. Und dieses Konglomerat, an dem sämtliche acht Bewusstseinskategorien beteiligt sind, führen dann zu dieser Intention und führen dann zu diesem Entschluss, seinem Leben ein Ende zu setzen. Ich lasse jetzt Blackouts und Ähnliches dabei nicht besprochen. Es gab noch ein, und das sei das Letzte jetzt, noch eine weitere Fragestellung, wie wir die fünf geistigen Gebilde, die universellen,
den Bewusstseinsformen, den acht, zuordnen können. Darauf kann ich nur sagen, alles ist mit allem verbunden, miteinander verwoben und alles durchdringt jedes. Natürlich gibt es ein paar Schwerpunkte, dass zum Beispiel die Wahrnehmungen hauptsächlich durch die fünf Sinnesorgane stattfinden. Natürlich, da nehmen wir hauptsächlich wahr. Aber sobald eine Bewertung dazukommt, sind die anderen beteiligt. Wenn wir also nur wahrnehmen, im Direktkontakt, dann sind die fünf Sinnesorgane in der Lage, Welt wahrzunehmen, ohne gleich irgendwas zu bewerten oder zu beurteilen. Sobald das mit eintritt, ist eben Manas und Mano beteiligt. Bei den Willenstendenzen ist genau das Gleiche, die wir haben. Und die Gefühle und Empfindungen sitzen freilich im Speicherbewusstsein, kommen aber zur Wirkung, indem sie aufsteigen, positive und negative, indem sie aufsteigen und damit dann in unseren Bewusstseinsfeldern des Manas und des Mano landen. Alle Gefühle und Empfindungen, die wir als Samen da drin haben. Da tun sie noch nichts. Aber erst wenn sie virulent werden, wenn sie aufsteigen, entweder eingeladen oder uneingeladen, dann passiert was. Insofern ist der gesamte Bereich der Psyche, Gefühle, Empfindungen, Speicherbewusstsein gelagert, drückt sich aber aus im Mano und Manas, in den aktiven Bewusstseinsformen, die es da gibt. Also bei der Gärtnerei dann, aus der Erde. Und das Geistbewusstsein ist mit allem verbunden. Es hat Kontakt zu den fünf Sinnesorganen, es hat Kontakt zu Mana ständig, es kann Kontakt aufnehmen zum Speicherbewusstsein direkt. Und insofern ist Mano ein sehr ambivalenter und mit allen anderen Bewusstseinsformen verbundenes geistiges Potenzial, Bewusstseinspotenzial, in dem wohl nicht die Erleuchtung entsteht, wo aber die Voraussetzung geschafft wird durch unsere Übung, durch unser Tun, dass dies möglich ist. Wo passiert sie denn? Im Speicherbewusstsein. Da ist die große Transformation at the base. Dort. Aber damit es geschieht, ist für mich Mano Vijnana, unser Denkbewusstsein, die entscheidende Kraft, Bewusstseinskraft, die auch die anderen Skandhas beeinflusst, unsere Willenstendenzen, unsere Wahrnehmungen und so weiter, um diese Veränderung möglich zu machen, diese Transformation möglich zu machen. Und sie ist möglich. Ich glaube, wir machen jetzt eine kleine Pause. Liebe Freundinnen und Freunde, die letzten 10 Verse der 50, die wir ja in diesen Tagen betrachten, handeln vom Vater Praxis. Und wer diese 50 Verse nicht verfügbar hat, weil er vielleicht alles Buch noch nicht besitzt, der kann nachher, wenn er das möchte, diese Texte mitnehmen. Ich habe 10 davon, 10 Satz anfertigen lassen, damit jeder die auch wirklich mit nach Hause nimmt. Es sei denn, er hat das Buch, aus Angst wird Mut, und dann steht es hier drin. Diese letzten 10 Vierzeiler, diese letzten 10 Verse, sind sozusagen der Hinweis, was wir mit der Erkenntnis, wie unsere 8 Bewusstseinskategorien miteinander arbeiten und die Funktionen, die sie ausführen, wie wir die einsetzen können. Und das heißt hier, ich möchte euch jetzt ganz bewusst nochmal in Erinnerung bringen, auch wenn ihr es dann noch nachlesen könnt, über die Natur der wechselseitigen Abhängigkeit zu meditieren, kann Verblendung in Erleuchtung verwandeln. Natur der wechselseitigen Abhängigkeit zu meditieren, also über Intersein. Samsara und Soheit, identisch mit Nirvana, sind nicht zwei. Sie sind ein und dasselbe. Es ist das gleiche Metall, aus der die Münze besteht, der Wirklichkeit. Nicht etwa auch nur zwei Seiten, Vorder- und Rückseite. Nein, nein, das ist das Metall. Und erscheint nur in zwei verschiedenen, weil wir so gebaut sind und auch so denken. Im dualistischen System müssen wir es also auseinandernehmen und sagen, okay, das ist die Dimension der Alltagswirklichkeit und das ist die der endgültigen Wirklichkeit. Aber es ist die gleiche. Zweitens. Noch während die Blume blüht, ist sie bereits im Kompost. Und der Kompost ist schon in der Blume. Blume und Kompost sind nicht zwei.
Verblendung und Erleuchtung bedingen einander und durchdringen einander. Das heißt, das eine ist ohne das andere gar nicht möglich. Und wenn das eine da ist, ist auch das andere da, und zwar hier und jetzt. Und das ist eine gewaltige Aussage für mich gewesen und ist es heute noch. Drittens, fliehe nicht Geburt und Tod. Blicke einfach tief in die geistigen Gebilde, in die Formkräfte. Schau hin, wird die wahre Natur der wechselseitigen Abhängigkeit erkannt, ist die Wahrheit des Interseins verwirklicht. Und ich füge hinzu, ist diese Wahrheit realisiert, ist es nicht mehr erforderlich, vor Geburt, also vor Existenz oder vor Tod, vor Nicht-Existenz zu flüchten. Weil wir dann einen Bereich berühren, wo dieses Kommen und Gehen nicht mehr gilt. No coming, no going. Und das ist jetzt möglich. Jederzeit. Nicht irgendwann. Irgendwo. Viertens. Übe bewusstes Atmen, um die Samen des Erwachens zu gießen. Die rechte Sichtweise ist wie eine Blume, die im Feld des Geistbewusstseins erblüht. Keine Hinzufügung. Fünftens, wenn die Sonne scheint, lässt sie alle Pflanzen wachsen. Wenn die Achtsamkeit erstrahlt, verwandelt sie alle geistigen Gebilde, also alle Formkräfte, alle Dharmas. Sie verwandelt sie über die Achtsamkeit, über das Erkennen, über das Schauen und Lauschen. Nicht sehen und hören, über das Schauen und das Lauschen. Sechstens, wir erkennen innere Knoten in uns und latente Neigungen, Gewohnheitsenergien, Verhaltensmuster, alte Knoten oft, und können sie dann verwandeln. Wenn unsere Gewohnheitsenergien sich auflösen, findet Verwandlung an der Basis statt. Das heißt, Gewohnheitsenergien, die wir allerdings im Mano auflösen können, auflösen im Sinne von verwandeln, nicht vernichten. Wenn wir daran arbeiten, findet Verwandlung an der Basis statt. Siebtens, der gegenwärtige Augenblick enthält Vergangenheit und Zukunft. Das Geheimnis, das Mysterium der Verwandlung liegt darin, wie wir mit eben diesem Augenblick umgehen. Darauf komme ich nochmal, weil mir das so wichtig ist. Achtens, diese Verwandlung, Transformation, findet in unserem Alltagsleben statt, nirgends sonst. Nicht auf dem Heiligen Berg und nicht nur in der Meditation oder sonst wo. In unserem Alltagsleben. Drum, das ist die Empfehlung hier, war 100 Jahre alt, übe mit einer Sangha, mit einer Gemeinschaft von Menschen. Dadurch ermöglicht sie nämlich Kontinuität, dadurch ermöglicht sich eine gewisse Stabilität meiner eigenen Praxis. Und da habe ich keine Sangha, kommt der alte Schlendrian, verdammt, wollte ich gerade sagen, unglaublich schnell wieder. Übe mit einer Sangha, um die Arbeit der Verwandlung, der Transformation zu erleichtern. Meine Freunde helfen mir am meisten, dass ich weitergehe, dass ich weiter übe, dass ich jeden Tag mit dem Dharma verbunden bin, mit dem Weg, mit der Ausrichtung. Die geben mir schon gar keine Ruhe, ich muss ja das machen. Also ich bin jeden Tag damit beschäftigt, das ergibt sich einfach. Und das ist gut so. Je mehr jemand in einer Sangha, in einer Gemeinschaft von Freunden sich engagiert und dabei ist, desto mehr profitiert er auch selber davon. Er braucht nicht glauben, dass er damit seine Energie und Zeit sozusagen nur für andere einbringt und opfert, um ihnen zu helfen oder sonstige hehren Bodhisattva-Ideen. Jeden Vortrag, den ich ausarbeiten darf für andere Freunde, nützt mir am meisten letztlich. Jede Sangha, die ich motiviere und begleite, wo ich Zeit und Energie und materielle Mittel zur Verfügung stelle, dass das alles möglich ist, nutzen mir selber am meisten. Am meisten. Jedenfalls sehr, sehr viel. Neuntens. Nichts wird geboren, nichts stirbt. Nichts gibt es festzuhalten und nichts loszulassen. Samsara ist Nirvana. Es gibt nichts zu erreichen. Ein Ausblick
auf eine unendliche Weite, wo wir aufhören, uns zu bemühen, etwas zu erreichen, wo wir aufhören, zu sammeln oder wegzuschieben, weil wir es für überflüssig sehen, wo es nichts mehr zu erreichen gibt, weil wir erkannt haben, dass beides in diesem einen enthalten ist und wir es schon haben. Und dieser Freiraum, diese Freiheit uns einfach erfüllt. Und dann fragen wir nicht mehr nach. Dann sind wir durch die drei Tore geschritten, wo wir noch Benennungen brauchen und Zeichen, um etwas zu definieren, wo wir noch Wünsche haben und wo wir noch eine Vorstellung von Eigensein besitzen. Durch die Tore sind wir dann durch. Und das ist dieser Ausblick dahin. Und der letzte Vers heißt, wenn wir erkennen, dass die Geistesplagen, also die negativen Geistesfaktoren, nichts anderes sind als Erleuchtung, auch die es beinhalten, können wir in Frieden auf den Wellen von Geburt und Sterben, von Geburt und Tod reiten, surfen. Nicht im Internet, bitte, auf den Wellen. Im Boot des Mitgefühls, auf dem Ozean der Verblendung, der Täuschung reißend, lächeln wir das Lächeln der Furchtlosigkeit. Das sind die letzten 10 Verse dieser 50. Naja, und wie geht das? Um diese Vision, um diese Ausrichtung zu realisieren. Achtsamkeit stärken. Das ist kein Patentrezept, sondern es ist einfach die Grundlage. Für jede Form von Transformation brauchen wir diese Bewusstheit, Vergegenwärtigung und Achtsamkeit. Gegenwärtigkeit. Es ist so, es wird alles viel schöner, lebendiger, viel farbiger, viel klarer. Und viel deutlicher, wenn wir achtsam sind. Und das Zweite ist hier betont, im Jetzt leben, nicht an Vergangenes und Zukünftiges hängen. Mir gefällt der Abschnitt. Alle Phänomene, alle Erscheinungen haben eine individuelle und eine kollektive Natur. Leiden ist nicht nur eine individuelle, sondern ebenso eine kollektive Manifestation vieler Generationen und der gegenwärtigen Gesellschaft. Das ist wichtig. Da gibt es niemanden, der nicht für alles, was in mir vorgeht, mitverantwortlich ist. Der Anteil an der Verantwortung kann größer oder kleiner ausfallen, je nach Person und Umständen. Und aus denselben Gründen bin aber auch ich mitverantwortlich für das, was in den Menschen meiner Umgebung vorgeht. Nichts zu machen. Es ist für uns von großem Nutzen, die Verantwortung für das zu übernehmen, was in unserem Geist geschieht. Und ein erheblicher Teil des Geistes ist in diesem Fall als Bewusstsein zu sehen oder Geistbewusstsein. Zu 90% sind wir für unseren Ärger selbst verantwortlich. Also sollten wir nicht anderen die Schuld geben, selbst wenn sie eine direkte oder indirekte Rolle beim Entstehen des Zorns gespielt haben. Wir sollten nicht die Suche nach Gründen für unsere Wut verschwenden, sondern die Energie lieber nutzen, uns um ihn zu kümmern, um diese Energie, um den Zorn. Umarmen, wie Thay sagt, mit Achtsamkeit. Und wir tun dies für unsere Vorfahren und auch für die zukünftigen Generationen. Und in diesem Jetzt zu leben heißt, dass die Gegenwart die ganze Vergangenheit enthält und dass dies die Wahrheit von Intersein sei. Also, die Achtsamkeit im Jetzt immer wieder leben. Wodurch können wir es? Durch unsere Glocken der Achtsamkeit, die uns daran erinnern, zu uns nach Hause zu gehen. Ich bin angekommen, zu Hause. Und nicht irgendwo hängen bleiben, in Vergangenen oder Zukünftigen. Immer wieder rausgehen aus diesem Zirkulus. Immer wieder in das Jetzt gehen. Das Dritte, beobachten, anschauen. Was geschieht denn da? Diesen Schritt zurück wagen, wenn es eng wird. Zurücktreten und sagen, ist das wirklich so, wie es mir erscheint? Oder mache ich mir jetzt was vor?
Und wenn ich glaube, da hat der Tai recht, wenn ich glaube, dass ich es weiß, die Antwort, muss ich sie nochmal prüfen. Dieser Schritt zurück, dieses Beobachten und nicht be- und verurteilen sofort, ist der dritte wichtige Aspekt. Ohne das kann Mano nicht Yata Bhutam, der Wirklichkeit gemäß sehen, sondern er wird beeinflusst sein. Gibt ihm eine Chance, es so zu sehen, wie es ist, eurem Bewusstsein, ohne Verwischungen. Und gebt sie auch den fünf Sinnesorganen, immer wieder, geht ja eh nicht ständig, aber immer wieder, das Schauen üben. Ich mache das so gern bei uns, besonders eben in der Natur. Schauen üben, so wie es ist, ohne Bewertung. Viertes, Vertrauen aufbauen. Das geht nur durch Praxis. Auch Vertrauen in mein Speicherbewusstsein, im Wissen, dass da alles zu finden ist. Ich habe dieses Vertrauen und auch das, dass ich die Fähigkeit besitze und das Potenzial verstärke, das Rechte zu fördern. Und die Erde ist bereit dazu, und der Gärtner auch, das Rechte zu fördern. Wenn ich einen Freund habe, kann ich ihm blind vertrauen, bis zum Beweis des Gegenteils. Aber es kann auch Vertrauen wachsen, weil ich einige Erlebnisse und Ergebnisse mit ihm gemeinsam hatte, die mir beweisen, dass in Zeiten der Einsamkeit und der Verzweiflung und der Not und der Traurigkeit er wirklich da ist, ganz da ist. Und wenn eine solche Freundschaft existiert, die sich auf diese Weise bewährt, dann habe ich Vertrauen in ihm. Dann ist es da. Und so habe ich Vertrauen in die Praxis, wenn ich genügend lange mit ihr Erfahrungen mache. Schöne und weniger schöne natürlich, aber im Wesentlichen gute Erfahrungen mache. Deshalb ist Vertrauen für mich der vierte wichtige Aspekt. Ein weiterer sind die Schlüssel, um die Wirklichkeit zu entdecken. Schlüssel 1, nicht Dauer, Veränderung. Immer wieder anzuschauen, Unbeständigkeit, in allem zu sehen, in allem. Und nichts ist, bleibt und nichts kann ich festhalten und nichts ist stabil und unveränderlich. Keine Partnerschaft, kein Menschenleben, kein Besitz, keine Gedanken und Gefühle, keine Situation. Ständig. Das ist das Zeichen von Leben. Und der zweite Schlüssel, dieses Nicht-Selbst. Nicht ich, wieder Intersein. Auch das kann geübt werden. Wir können es üben, indem wir uns immer wieder verbinden mit all dem, was uns umgibt und uns in ihm entdecken und umgekehrt. Das ist eine Übung, die besonders in der Meditation stattfindet. Immer wieder neu dran zu gehen und in der Kontemplation natürlich auch bedenken und es zu sehen. Und je mehr ich sehe, wie das miteinander verbunden ist, alle Elemente, die zusammenspielen, wie der Organismus, ich selber, mein Körper, indem ich immer wieder durch den Körper gehe, immer wieder anschaue, was ist denn da, wo ist Enge, wo ist Weite, nicht bewerten, durchgehen. Wir haben es mit der Ayakema oft gemacht, dass wir durch den Körper gegangen sind, ohne zu bewerten und nur zu sagen, da ist Enge, Weite, da ist Kribbeln, da ist Fest, da ist Fließen, da stockt's. Nur beobachten und auf die Weise in tiefen Kontakt mit unserer Körperlichkeit kommen. Die Dinge sehen, so wie sie sind, nicht beeinflusst durch, da ist aber wieder eng, warum ist denn das jetzt wieder? Und nur Wärme sagen und nicht, das ist aber eine wohlige Wärme, das ist aber angenehm, das muss ich gleich wiederholen, weil das so schön ist. Dann sind wir weg davon. Nur schauen, nur spüren. Eine wichtige Übung, um zu üben, mit unseren Sinnesorganen, mit unseren Wahrnehmungsfähigkeiten in der Wirklichkeit des So-Seins zu sein. Und da hilft uns der Körper immens. Und er ist ehrlich. Er gibt uns ehrliche Antworten. Ich habe lange Meditationszeiten mit dem Körper hinter mir nach meinem Herzinfarkt. Ich habe es nachher mit anderer Krankheit ebenso gehabt, dass ich ganz nah und ganz eng Tage, Wochen mit ihm zusammen war. Und gespürt habe und hineingespürt und gesagt habe,
Und er hat mir geantwortet, ich brauche die Beipässe nicht, die drei, die ihr die machen wollt. Und ich brauche das und das auch nicht. Und du wirst wieder auf dem Berg sein, ohne Angina pectoris Anfälle. Und so ist es gekommen. Tiefer Kontakt mit unseren fünf Skandas halten. Kannst dabei sein. Ganz liebevoll, ganz sanft. Und ihn nicht Teile kaputt fahren mit Vollgas. Und schädigen, 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 ständig. Ich gehe sehr liebevoll mit meiner Leber um. Inzwischen. Gehe liebevoll mit meiner Lunge um. Inzwischen. Habe mal geraucht. In Esslinge habe ich so viel geraucht, dass das ja immer eine Kombination für mich ist. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen die Zigarette ausgedrückt. 27 Jahre war ich alt. Gibt viel Freiraum. Durch Meditation, und wir wissen, die gibt zwei Schienen der Meditation, Shamatha Vipassana, stoppen, anhalten, Konzentration auf ein Objekt, ganz dabei bleiben. Zweite Schiene, Vipassana, Klarblick, Einsicht, meditative Erfahrung. Beide ergänzen sich gegenseitig, Shamatha und Vipassana. Und alle Meditationsformen, die wir im Buddha Dharma kennen, haben dies als Grundlage. Egal ob bei den Tibetern, bei den Japanern, bei den Burmesen, bei den Thais, Singalesen, wo auch immer. Und dann den inneren Frieden finden. Die Weisheit und Klarheit unseres Geistes. Geistestraining durch Achtsamkeit Janaponika hat mir unendlich viel geholfen. Auch bei den persönlichen Besuchen bei ihm, bei Candy in der Hermitage. So wie mich Govinda gelehrt hat, mit Schaubildern zu arbeiten. Viel geholfen. Und bis mich Thay gelehrt hat, mit der Praxis des Alltags umzugehen. Für eine neue Weise, vor 15 Jahren. Im Ganzen sind es schon wieder 30 Jahre. Gute Lehrer können einem nichts abnehmen, aber sie können viel Motivation geben, gute Richtung zeigen. Und wenn wir dann Vertrauen haben, die Erfahrung und in dem, was nicht nur gelehrt, sondern gelebt wird durch diesen Menschen, dann ist es etwa eine riesige Hilfe, die unendliche Dankbarkeit in uns hervorrufen kann. Inneren Frieden, Klarheit des Geistes und Stabilität durch die Kontinuität und Meditation. Es ist es. Und ihr habt keine bessere Investition, als eine halbe Stunde am Tag da reinzutun, in dieses, in die Stille gehen und bei sich sein und zu sich nach Hause gehen und die wahre Natur des eigenen Wesens ein bisschen näher kennenzulernen und liebevoll anzunehmen und zu entdecken, sein Abenteuer, ein größeres wie in der Wüste laufen oder die Kailash umrunden oder was weiß ich. Die fünf Übungen umsetzen im Alltag. Sie haben so viele Schichten. Am Anfang fängt es ganz leicht an. Leben beschützen. Oh ja. Großzügig sein. Energie und Zeit zur Verfügung stellen. Ja, ja. Sexuelle Verantwortung. Ah, ganz gut. Ganz gut. Damit verletze ich mich und andere nicht. Die neue Intersein-Nummer, die ich euch morgen zeige, handelt davon. Vom dritten Sila. Verantwortungsvolle Sexualität. Ich habe die Glocke der Achtsamkeit dazu geschrieben. Auf Seite 3. Welche schöne Kraft Sexualität ist und wie man damit umgehen könnte, wenn man will. Und ich habe sie auch kennengelernt. Ich glaube bloß nicht, dass ich nur immer alter Mann war. Und das rechte Konsumieren und die rechte Rede und Kommunikation. Das Zuhören, das Sprechen und dann das, womit ernähre ich mich. Materiell und geistig. Das sind die fünf Übungen. Und die haben viele Schichten. Natürlich kann ich anfangen, jetzt höre ich mal auf zu saufen. Eine Sache. Jetzt werde ich vielleicht Vegetarier. Noch mal eine Sache. Auch schon 30 Jahre. Jetzt lege ich den Maikäfer oder was es ist, obwohl dieses Jahr sehr viel kommen sollen. Ich habe noch nichts gesehen. Zur Seite, dreht nicht drauf. Ich mache bei der Fliege so und nicht mehr so. Das sind also alles Dinge, die sind so die ersten Steps. Aber es wird immer subtiler. Es wird immer tiefer, diese Übung der Achtsamkeit. Und wenn es dann die 14 sind, die wir mit dem braunen Kittel dann noch geloben oder bemüht sind, wirklich umzusetzen, dann ist es ein ganzes Lebenskonzept.
unser Wahrnehmen, unser Sehen verändern. Ich habe schon gesagt, lauschen und schauen, um die drei Naturen der Wirklichkeit zu berühren, um immer mehr Kontakte von Mano mit Alaya herzustellen, um immer mehr Kontakte mit den fünf Sinnesorganen mit Alaya herzustellen. Alaya dadurch so zu verändern, auch die Samen, die in ihm sind, dass jene, die wir wollen, lebendiger werden, um auf die Weise auch auf Manas eine Wirkung zu haben, damit Manas endlich aufhört, sich als Selbst, dieses Potenzial der Selbstvorstellung, der Ich-Vorstellung, der Absonderung und des damit verbundenen Schutzes jenes abgesonderten Individuums, Karl, länger zu schützen, dass das sich auch langsam und allmählich verändert. Und das kollektive Bewusstsein einer Sangha kann uns dabei helfen, weil ja viele an diesem Feld arbeiten. Und es fließt zusammen. Und die Natur hilft uns auch. Ich habe schon so oft gesagt, nehmt Kontakt auf, fangt an, die Bäume zu umarmen, sitzt am Fuß des Baumes, lehnt euch an und redet mit ihm. Mein Ginkgo antwortet, natürlich weiß ich, dass es mein Geist ist. Bin ja nicht blöd. Aber dieser Kontakt ist da. Und diese Öffnung und das Hineinspüren bringt uns die Samen des Baumhaften, des Bäumens sozusagen, bringt es uns zum Lebendigwerden. Das ist wichtig. Die Natur kann uns unendlich viel helfen. Und das kollektive Bewusstsein auch, wenn wir uns mit den rechten Freunden und mit dem rechten Umfeld umgeben. Dass wir das vielleicht in der Disco oder sonst wo nicht so arg finden, kann sich jeder selber überprüfen. Und wenn wir unser Bewusstsein ständig abgeben und uns benebeln lassen durch Fernsehprogramme und bestimmte Musikstücke und durch bestimmte Gespräche und so, dann kann es auch nichts werden. Es gibt drei wichtige Welten, in denen wir uns ständig bewegen. Für die Fachleute. Svabhava heißt also eine ganz bestimmte Weltsicht und auch Weltsubstanz. Und da gibt es die Parikalpita und die Paratantra und die Nispana. Die Parikalpita ist jene Welt sozusagen, in der konstruierte Abbilder und Unterscheidungen da sind, überall. Und in der leben wir in der Regel. Wir können uns auch gegeben ins die Paratantra. Das ist jene Welt, wo die Natur der wechselseitigen Abhängigkeit uns deutlich wird. Also, dass wir was von Intersein langsam begreifen und es auch sehen. Und dass uns immer wieder bewusst wird, dass wir nicht allein sind und in Einsamkeit und Isolation leben. Dann sind wir in Paratantra. Und in Nispana, das ist eben die Natur der letztendlichen Wirklichkeit, von der die Buddhisten sprechen. Die Natur der letztendlichen Wirklichkeit, wie sagt Thay, Ultimate Dimension of Reality, die letztgültige Dimension der Wirklichkeit, das ist dann Nispana. Und da können wir Hilfe bekommen, verstehen vom Intersein, diese zweite Welt eintreten und da Erfahrung sammeln. Das ist Praxis. Dies ist, weil jenes ist. Und jenes ist, weil dies ist. Es kann nicht anders sein. Und alles ist immer von Bedingungen abhängig. Und alles steht in wechselseitiger Beziehung zueinander. Und wenn das auftaucht, dann ist eben auch das da. Und wenn das nicht da ist, dann ist das auch nicht da. Und eins ist alles. Und alles ist eins. Ganz tief, ganz tief. Und das ist sozusagen der Knackpunkt der Übung und der Praxis, sich dahin zu bewegen, nach den 5 Übungen der Achtsamkeit, nach den Übungen mit dem Atem, nach dem Bemühen im Jetzt zu sein, nach dem Beobachten und Schritt zurück machen, kommt dann das. Verstehen von Interbeing, von Intersein. Und dann wird die Welle immer besser entdecken. Wir Wellen werden entdecken. Das Ozean, das Wasser. Und wir werden entdecken, dass Tod wirklich Vorstellung ist. Es gibt keinen. Es gibt nur Leben und Verwandlung. Und dann hat der Buddha recht. Ich habe die Furchtlosigkeit gefunden. Die möchte ich euch anbieten, sagt Buddha. Ich habe selber eine, immer wieder.
Einmal mehr, einmal weniger. Aber immer öfter weniger. Ist gut. Ist gut. Ist dann besonders gut, wenn irgendwelche schlechten Werte auftauchen oder so bei einem oder sonst irgendwelche Dinge genannt werden und gemacht werden. Weniger Furcht. Keine Angst mehr. Weniger Angst. Und dieses Wiederwerden ist keine Wiedergeburt im Sinn, weil Wiederwerden ständig passiert. Weil jene Nicht-Ich-Elemente, aus denen wir uns zusammensetzen und eine vorübergehende Manifestation sind, sich den Bedingungen gemäß neu formieren und wir haben ihnen die Qualität gegeben, die Plus- oder Minus-Qualität, durch unser Bemühen, durch unser Leben, durch unser Mitgefühl, durch unsere Liebe, durch unsere Freude, haben wir das hineingebracht. Und es geht nicht verloren. Wir nehmen genau den Teil mit. Und es formiert sich neu. Aber nicht als neues Ich. Vielleicht, vielleicht nicht, aber das sind wir nicht. Wir sind's und sind es doch nicht. Wenn ich an einer Kerze, ihr kennt das alte Beispiel, eine zweite anstecke, wenn die erste abgebrannt ist, ist die Flamme dann die von der alten oder die von der neuen? Sie wird neue Bedingungen vorfinden. Sie wird ihr Leben leben müssen, diese Flamme. Aber sie wird zugleich auch die alte sein. Wenn wir da tief reinschauen, wird uns dieses Wiederwerden als ein ständiger, selbstverständlicher Prozess erscheinen. Und wenn wir dazu noch loslassen üben in den Kleinigkeiten, um dann auch das große Lassen, große Verwandlung mit einiger Gelassenheit, mit Gleichmut, gleichen Mut und mit Freude und Vertrauen schaffen. Und ich habe Menschen erlebt, die das realisiert haben. Dann ist es etwas Wunderbares, etwas sehr Wertvolles. Für den, der in eine Verwandlung geht und so viel mitnehmen darf. Und für die, die ihn dabei begleiten. Ein Stück begleiten können. Und so wollen wir versuchen, in unserem Herzen ein paar Qualitäten zu fördern. Buddha hat nur vier genannt, die wichtig genug sind, dass wir uns drum kümmern. Und dass sich unser ganzes Bewusstsein, alle acht Komponenten, immer wieder daraufhin ausrichten und einen Schub bekommen. Es ist die Liebe, die Zuwendung zu allem, was existiert. Es ist das Mitgefühl mit allem, was da lebt und leidet und glücklich ist und wieder leidet. Und wir gehören dazu und wir sind dabei. Und ich kann nicht im tiefsten glücklich werden, wenn so viel um mich leiden. Und ich kann das spüren. Aber ich habe auch zugleich die Kraft, durch Übung es auszuhalten. Jeder muss es aushalten können. Wir dürfen nicht verzagen, wir dürfen nicht verzweifeln, wir dürfen nicht niedergebügelt sein vor so viel Leiden in und um uns, sondern wissen, dass es etwas da ist, das ist unzerstörbar in allem. Darum brauchen wir Mitgefühl, was aber nicht Mitleid bedeutet, sondern das Potenzial, bei anderen dazustehen und zu sagen, ich halte deine Hand und ich gebe nicht auf und du auch nicht. Und das Dritte ist dann die Freude, von der der Buddha sprach. Tiefe, grundlose Freude zu entwickeln, die aus innen rauskommt und die sich manchmal auch durch ein leichtes Lächeln ausdrückt. Diese Freude, es gibt mich noch. Ich bin da. Ich habe einen neuen Tag vor mir vielleicht, wenn ich aufwache. Und wir haben in unsere Freudenbüchlein geschrieben, Freunde von mir, jede kleine Freude aufgeschrieben, um danach zu schauen, es wird immer dicker, das Ding, mehrere Blätter, nachzuschauen, wenn ich glaube, dass nichts mehr da ist, was mich freut, dann war doch noch was. Und wenn ich dann auch nichts finde, dann übe ich mit Freude jene große Qualität, sich zu freuen, wenn sich ein anderer freut. Besonders dann, wenn der was kriegt, was ich auch gern gehabt hätte. Mit Freude, ich werde immer jemanden finden, der sich gerade freut. Findet ihr jetzt gerade bei euch keine Freude und sucht jemanden, der sich freut, dann nehmt mich. Ich freue mich gerade, also könnt ihr euch mitfreuen. So einfach ist das. So einfach. Und die vierte Qualität unseres Herzens, Herzensweite und unermesslichen Geisteszustand ist der Gleichmut. Den Mut, den gleichen Mut,
anzunehmen, was die Bedingungen uns bringen. Nicht warum mir, ich frage mich schon lange immer, warum gerade ich und was mache ich damit, wie geht es damit. Hat meine Praxis inzwischen ein bisschen gewonnen, dass ich damit auf achtsame, liebevolle Weise mit mir und dem, was mir widerfährt, umgehen kann. Und auf der anderen Seite, neben dem Akzeptieren auch das Lassen. Rechtzeitig zu üben, loszulassen und neue Freiheit zu entdecken, indem ich manches nicht mehr brauche. Brauch's halt nicht mehr. Es schließt nicht aus, dass das, was ich habe, ich durchaus genieße. Und ich kann genießen, das versichere ich euch. Verschiedenes. Aber ich halte nicht mehr dran fest. Ich habe geübt, und das kann ich euch auch versichern, zu lassen. Und das zu schätzen. Hochwert zu schätzen. Wenn man einen Partner hat, den man liebt und ihn nicht schätzt und ihn nicht wirklich bei ihm ist, wenn es darauf ankommt, und wir nicht zusammen in die gleiche Richtung zu schauen lernen, um uns gegenseitig zu unterstützen auf dem Weg, was oft eine, ich möchte fast sagen, Gnade ist oder eine große, große Freude. Leider ist es oft nicht der Fall. Partner sitzen jahrelang nebeneinander und haben sich kaum mehr was zu sagen. Und jeder lebt seins. Und es ist kaum Verbindung da. Gleichen Mut haben, in die gleiche Richtung schauen. Mit einem Partner ihn verstehen lernen, weil es die Voraussetzung ist, um ihn zu lieben. Aber auch loslassen können, weil ich das auch erlebt habe. Ich habe einen zweiten Partner wieder geheiratet, dem mein erster Partner mit 37 Jahren gestorben ist. Da lernt man loslassen. Und viele von euch kennen ähnliche Situationen, ich könnte noch mal ein paar aufzählen, aber viele von euch kennen solche Situationen in eurem eigenen Leben. Aber wenn wir das nicht üben, auch bei kleinen Dingen, just, hat der Govinda immer gesagt, just let it go. Don't hold, don't grasp, let go. Du kriegst den Freiraum dann. Und ich habe gemerkt, dass manches, was ich losließ, zehnfach, hundertfach zurückgekam, auf andere Weise. Ich habe das nicht mehr gebraucht, aber ich habe was anderes unglaublich wunderbar bekommen. Darauf darf ich aber nicht setzen, sonst wird es hier eh nichts. Genauso, wenn ich in der Meditation darauf setze, dass jetzt die Erleuchtung kommt, dann kommt sie nie, auch wenn sie da ist. Also das nutzt alles nichts. Und deshalb ist dieser Gleichmut so wichtig und das Vertrauen und die Kraft durch die Übung. Seht ihr, dabei können uns die 8 Kategorien, die 8 Felder des Bewusstseins helfen. Der Versuch, den ich unternahm in diesen 3 Vormittagen war, aufzuzeigen, zunächst als Bild und dann in der Beschreibung, wie das so miteinander verwoben ist und zusammenfließt und worauf wir besonders vielleicht achten sollten, dass wir erkennen, aha, da ist jener Teil meines Bewusstseins am Werk. Keins verurteilen, keins ablehnen, üben, anschauen, alles akzeptieren. Und mit ihnen gemeinsam, wie ein guter Biogärtner, mit ihnen gemeinsam daran arbeiten, dass diese Transformation at the base möglich wird. Und sie ist möglich und es ist zu machen, wenn wir es nur wirklich als eine Herzensangelegenheit sehen. Ich danke euch.